Jetzt ist die LiDAR-Messboje bereit für den Offshore-Einsatz. Eine autarke Stromversorgung sowie das Messsystem sind eingerichtet. Die Bojenmessdaten ermöglichen den Parkbetreibern eine genauere Windpotenzialbestimmung für einen Standort durchzuführen. Und wir kümmern uns dabei um die Genehmigung, die Ausbringung der Boje, den Service und die Datenauswertung. Wir haben in zahlreichen Forschungs- und Industrieprojekten nachgewiesen, dass das LiDAR-Messgerät einwandfrei mit unserer Boje harmonisiert. Das LiDAR selber, da können wir aus zwei verschiedenen Herstellern wählen und somit die Boje auch nach Kundenwunsch ausstatten, um damit dann in 200 bis 300 Meter auch messen zu können. Da wir in der Regel das ganze Jahr vor Ort sind und eine Messung 12 Monate dauert, ist es für uns auch besonders wichtig, sturmerprobt zu sein. Und auch das haben wir mit der Boje einwandfrei nachgewiesen. Wir führen unsere Messung mit einer schwankenden Plattform durch, also mit unserer Boje. Und wenn ich eine schwankende Plattform habe, muss ich die Eigenbewegungen dieser Plattform wieder herausrechnen, damit ich die Ergebnisse nicht verfälscht bekomme. Dafür haben wir speziell hier am IWES einen Korrekturalgorithmus entwickelt. Der ermöglicht uns, dass wir eine sehr hohe Messgenauigkeit erreichen, die vergleichbar ist mit Offshore-Messmasten. Nur, dass wir sehr viel günstiger messen und auch sehr flexibel einsetzbar sind. Unsere Daten haben eine sehr hohe Zuverlässigkeit, das ist den Windparkbetreibern sehr wichtig und sie brauchen diese Daten in der Planungsphase, während der Installation, aber auch in der Betriebsphase.